Hallo Dani, schön, dass du hier bist und über das Thema Datenmodellierung sprichst. Stell dich hier auch kurz vor. Mein Name ist Dani Schnieder. Ich arbeite seit dem letzten Jahrtausend mit Data Warehouses, hauptsächlich im Oracle-Umfeld, und bin dort eben mit Datenmodellierung natürlich hauptsächlich beschäftigt, aber nebenbei auch, also nebenbei relativ oft mache ich auch so Performance-Analysen, Reviews, Performance-Tuning, Architektur-Reviews im Data Warehouse-Umfeld und jetzt aktuell gerade wieder, seit längerem mal wieder bei, gerade zufälligerweise bei zwei Kunden parallel, bin ich so mit klassischen dimensionalen Modellierung unterwegs, implementieren von Datamarts mit Hilfe von Star-Schemas. Starschema kennt man ja schon von Urzeiten. Was versteht man darunter und wann setzt man das ein? Wofür setzt man das ein? Ja, eben wie du gesagt hast, also ich meine, das ist ja nicht ein neues Konzept. Also ich glaube, die Konzepte, die sind irgendwie 70er Jahre und so, wurden dann in den 90er Jahren eigentlich durch Ralph Gimbel vor allem bekannt mit seinen Büchern. Es geht eigentlich darum, es ist ein Konzept für die Umsetzung von dimensionalen Modellen, also mit Dimensionen und Fakten in einer relationalen Datenbank. Also das heißt, wir haben in einem Star-Schema, darum heißt es Star, weil es aussieht wie ein Stern, also wir haben typischerweise eine Faktentabelle, die dann ein oder typischerweise mehrere Dimensionen referenziert. Und in der Faktentabelle haben wir Kennzahlen, die wir nach unterschiedlichen Kriterien auswerten möchten. Das ist eigentlich so die Idee dahinter. Vom Prinzip her sehr einfach. Wenn es dann um die Umsetzung geht, das stelle ich immer wieder fest, da tun sich die Leute manchmal schwer damit. Ich auch, wenn die Anforderungen nicht ganz straightforward sind. Es sieht immer so einfach aus in den Fachbüchern und in den Beispielen, aber die Realität ist manchmal etwas herausfordernder. Na, das sieht man mal wieder. Theorie und Praxis sind zwei Paar Stiefel. Ist halt. Und du sprichst auch immer wieder davon, dass man manchmal Fantasie braucht, um das eine oder andere Problem zu lösen. Kannst du da gerade mal ein Beispiel nennen? Ja, also ich hab jetzt gerade in einem aktuellen Projekt haben wir so ein Beispiel, da ging es eigentlich darum, im ersten Moment sah das relativ einfach aus. Also da geht es darum, irgendwie im Versicherungsumfeld, dass man da irgendwelche Prämienberechnungen macht, nach verschiedenen Kriterien auswertet. Und ich habe dann dort am Anfang mit dem Entwicklungsteam zusammen, haben wir so einen Workshop gemacht. Das war, glaube ich, letztes Jahr irgendwie mal so 2 Tage, so ein bisschen Grundkurs in dimensionaler Modellierung. Dann haben wir da die Fakten aufgedröselt, die Kennzahlen definiert und dann hatten wir da ein schönes Modell auf Papier oder auf dem Flipchart. Jetzt geht es noch um die Umsetzung. Und dann plötzlich kommen dann so Sachen wie Granularität zum Zug. Also das ist ein wichtiges Stichwort, wenn es um dimensionale Modellierung geht. Auf welcher Stufe möchten wir überhaupt die Kennzahlen auswerten? Und da ging es hauptsächlich eigentlich um Monatsprämien. Dann war die Welt noch in Ordnung. Aber als dann plötzlich so die Anforderung kam, ja, wir brauchen jetzt das auch auf Tagesbasis, weil es kann ja auch sein, dass unter dem Monat, dass es eine Vertragsänderung gibt oder einen Neuzugang oder einen Abgang. Und dann habe ich gesagt, jetzt kein Problem, dann nehmen wir einfach eine Granularitätsstufe höher oder tiefer. Was ist das dann tiefer? Also detaillierter. Wir gehen auf Tagesebene. Das heißt aber, technisch gesehen, die Daten werden um Faktor 30 multipliziert. Und es war vorher schon relativ viel und dann haben wir gemerkt, also selbst das mit den Monatsdaten, das gibt relativ hohe Datenmengen. Klar, wir haben schon also eine Hardware, die das vertragen sollte, aber man kommt dann irgendwann mal an die Grenzen. Und dann haben wir dann überlegt, ja, wie machen wir das? Und haben dann versucht, das ein bisschen anders zu lösen. Die Lösung war dann am Ende, dass wir gesagt haben, dass wir einfach nicht, wie man das kennt aus den Lehrbüchern, für jeden einzelnen Tag oder für jeden einzelnen Monat einen Eintrag machen, sondern nur dann, wenn es Änderungen gibt, also von bis. Einfach zu verstehen, aber ja, mit den Kimball-Konzepten gibt es dann halt ein paar Herausforderungen. Dann plötzlich merkt man, aha, ja, wenn ich jetzt einfach zwei Referenzen auf die Zeitdimension habe, ist das zwar einfach zu modellieren, aber wie passt das dann noch mit den Daten zusammen? So Stichwort Slowly Changing Dimensions, solche Geschichten.
Wir haben es hingekriegt. Ja. Du hast es hinbekommen. Und wie gehst du dann typischerweise vor, um solche Probleme zu lösen, auch in, vielleicht in Richtung Performance oder allgemein, wie gehst du da vor? Ja, also ganz generell, also da sind wir jetzt wieder beim Lehrbuch-Approach, also was ich gebe auch schon lange Schulungen in dem Bereich und so, und das ist eigentlich immer die Botschaft, ist eigentlich immer die gleiche, auch unabhängig von der Technologie. Die Vorgehensweise ist, dass man sich anschaut, was möchte der Kunde sehen, also was brauchen die Fachbereiche, und dass man dann hingeht und im zweiten Schritt schaut, wo kommen die Daten her, also quasi vom Business-Driven-Ansatz, dass man einfach sagt, was ist die Anforderung, wie können wir das befüllen. Und ich stelle immer wieder fest, also insbesondere wenn man mit Techies zu tun hat, also ich bin selber auch ein Techie, es ist deutlich einfacher, halt die Quelldaten irgendwie zu nehmen und sich zu überlegen, was könnte man damit machen. Aber das ist nicht unbedingt deckungsgleich mit dem, was der Fachbereich möchte. Dann ist es manchmal gut, wenn man halt besser eben business-driven vorgeht, oder es ist eigentlich immer gut, und nicht irgendwie quellsystemgetrieben einfach irgendwelche Daten hinstellt und danach merkt, wir können ja gar nichts damit auswerten. Und deshalb also sicher mal schauen, was sind die Anforderungen. Vielleicht gibt es schon bestehende Auswertungen oder Reports, die man zu Hilfe nehmen kann. Und dann versuche ich immer einfach mal zuerst zu schauen, was sind überhaupt die Kennzahlen und nach welchen Kriterien sollen die ausgewertet werden, nach Zeitaspekt natürlich immer, Tag, Monat, Jahr, was auch immer. Und dann halt nach, weiß ich was, Versicherungstyp, nach Jahrgang der Personen, nach Augenfarbe. Nein, das ist überhaupt nicht relevant, aber einfach, es gibt auch verschiedene Kriterien, die man als Kriterium dann verwendet, um die Daten zu gruppieren, zu aggregieren oder zu filtern, dass man nur auf bestimmte Regionen einschränkt oder was auch immer. Und das ist eigentlich noch völlig unabhängig von der Technik. Und wenn man es dann natürlich implementiert, dann kommt es darauf an, was haben wir für eine Technologie zur Verfügung. Also auf einer Exadata mit der In-Memory-Option baue ich ein Datamart anders als auf einer Hardware, wo halt vielleicht eher Bitmap-Indizes angesagt sind, wo man damit Star Transformation arbeiten möchte. Also wenn es jetzt im Oracle-Umfeld ist, bei dem Kunden, den ich vorher verwendet habe, da verwenden wir eine komplett andere Technologie, also auch im relationalen Umfeld. Da gelten wieder ein bisschen andere Regeln. Also das sind dann die Sachen, die dann natürlich je von der Technologie abhängig sind. Die Modellierung als solches, da spielt es eigentlich keine Rolle. Es muss nicht mal eine relationale Datenbank sein. Also selbst mit Flatfiles irgendwie als Basis würde ich nach wie vor eigentlich Star-Schemas proklamieren, auch wenn das nicht immer die einzige Wahl ist. Wenn du jetzt so ein Stück weit in die Zukunft blicken könntest, was erwartest du so als Entwicklung, Trends im Star-Schema, Data Warehousing-Umfeld? Ist zwar auch ein Thema, das man schon von langem kennt, aber in den letzten Jahren hat sich ja da auch schon sehr viel getan. Neue Datenbanken kamen hinzu, du hast gerade Flatfiles mit angesprochen. Was siehst du da so zukünftig so im Horizont, was da uns erwarten kann? Ja, ich habe mir auch schon ein paar Mal überlegt, ja, wie weit macht das überhaupt noch Sinn oder beziehungsweise ist das noch zeitgemäß, was wir da machen mit Star-Schemas und dimensionaler Modellierung? Ich behaupte mal ja, weil das ist ja nicht jetzt, die Konzepte sind ja nicht von der Technologie getrieben, sondern es ist eigentlich mehr eine Modellierungsmethode. Und von daher denke ich auch, als in näherer Zukunft, also das heißt noch, wo ich noch arbeitstätig bin, werde ich mich wahrscheinlich noch bis zu meiner Rente unter anderem mit Star-Schemas beschäftigen. Wenn man jetzt weitergeht, ob wir in 20 Jahren dann selbstfahrende Datamarts haben oder was auch immer, das weiß ich nicht, aber zumindest in den nächsten 5 bis 10 Jahren denke ich also sicher, also Star-Schemas wird es nach wie vor geben. Die Implementierung, die kann abweichen. Ich meine, das hat man jetzt auch schon gemerkt, jetzt in den, sagen wir jetzt gut 20, 25 Jahren, wo ich jetzt im Geschäft bin mit Data Warehousing, da hat sich einiges getan, jetzt was zum Beispiel Performance-Optimierung betrifft, aber an der Modellierung als solches hat sich eigentlich wenig verändert.
Was hinzukommt, denke ich eben, dass wir vermehrt dann die Daten auch mit anderen, sagen wir mal, unstrukturierten oder semi-strukturierten Daten vergleichen möchten. Und da gibt es dann halt immer so diese hybriden Ansätze, dass ich jetzt vielleicht, ich habe einen klassischen Datamart als Starschema implementiert und habe darin noch zum Beispiel auf den Dimensionen noch irgendwelche Zusatzinformationen, Pointers oder irgendwas oder Pointers oder Referenzen auf externe Ressourcen, dass ich dann, ich weiß auch nicht, irgendwie noch ein Foto anschauen kann für einen bestimmten Kunden, der am meisten Umsatz gemacht hat oder so. Aber das wird nicht ein Filterkriterium sein jetzt für die Auswertung im Starschema, sondern mehr eine Zusatzinformation, die man dann auf irgendeine Art noch dazu, ich sage jetzt mal, joinen kann, wenn wir klassisch im SQL unterwegs sind, oder einfach noch dazu anzeigen kann, zum Beispiel auf irgendeiner Plattform dann. Also von daher denke ich, die Konzepte, und das ist eigentlich das Gute in der Informatik, die Konzepte, die werden nicht alle 2-3 Jahre komplett ausgetauscht, sondern die Technologie entwickelt sich weiter. Aber wie wir es machen, das ist anders, aber dass wir es machen und mit welchen Methoden wir es machen, das ist deutlich langlebiger als die Implementierung, mit der man es dann implementiert. Ja. Das spricht umso mehr für eine gute, solide Ausbildung, Verschulung in Konzepten, in Methoden und Technologien, Tools, ja, die man dann immer wieder... Da hat sich aber ein bisschen was verändert, habe ich das Gefühl. Also das ist zumindest jetzt meine Wahrnehmung in den letzten Jahren, dass es zwar viele Leute gibt, die mit diesen Technologien arbeiten und auch bewandert sind mit den Technologien, aber häufig kommen dann die, sagen wir mal, die Konzepte ein bisschen zu kurz. Also dann viele Leute dann halt eher jetzt wissen, wo sie jetzt im Tool wo klicken müssen, damit das dann optimal funktioniert, aber vielleicht irgendwie den Unterschied zwischen Dimensionen und Fakten nicht mehr kennen, weil sie das irgendwie nie gelernt haben im Studium oder in der Ausbildung oder im Job. Es ist alles so ein bisschen kurzlebiger geworden. Und von daher denke ich, dass Ausbildung in welcher Form auch immer, sei es an Konferenzen oder in Schulungen oder YouTube-Videos oder Bücher lesen oder was auch immer, denke ich, ist nach wie vor ein wichtiger Punkt. Ne? Also von daher auf jeden Fall gut, wenn man die Konzepte versteht, auch wenn sie teilweise schon mehrere Jahrzehnte alt sind. Dem kann ich nur zustimmen. Ja, vielen Dank, Dani. Vielen Dank fürs Interview, Dani.